Hallo ihr Lieben! Was geht? Und willkommen bei unserer neuen Serie Know-How! Wir haben uns gedacht, wir starten eine Serie auf YouTube, die heißt, wie Katharina gesagt hat, Know-How. Worum geht's da genau? Also Know-How wird sozusagen auf unserem YouTube-Channel eine neue Serie sein. Und zwar, ihr seht ja immer, was wir alles Backstage machen, wie wir uns vorbereiten für die Wettkämpfe. Und irgendwann haben wir uns einfach gefragt, was ist Eiskunstlaufen überhaupt? Und wisst ihr, was wir eigentlich genau machen? Richtig. Ganz viele fragen sich manchmal, wie funktioniert die Punktevergabe? Was für Elemente machen wir da? Und das ist das, was wir euch erklären werden auf unserem neuen, in unserer neuen Serie. Die gesamten Basics, genau. Viel Spaß. In der ersten Serie geht es darum, was ist überhaupt Eislaufen? Ganz so, also allgemein. Stumpf gefragt, genau, allgemein. Und da haben wir uns mal gefragt, was sagt das Internet überhaupt, was Eislaufen ist? Hast du da eine Definition mitgemacht? Und zwar, Wikipedia, unsere allgemeine Informationsquelle, beschreibt Eislaufen wie folgt. Eiskunstlaufen ist eine Form des Eisgleiten, die durch Ausführung bestimmter Figuren, Sprünge und Pirouetten gekennzeichnet ist. Was? Also ich glaube, das geht wohl besser. Also wir machen das nämlich, was unsere Erfahrungen sind oder was wir wissen. Und ich denke, wir kennen uns so in unserem Sport eigentlich ganz gut aus, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann man sagen. Es ist schon richtig. Aber im Grunde kann man das Ganze kürzer zusammenfassen, nämlich, Katharina, was hast du dazu? Unser Expert? Expertin? Also im Grunde ist ja das Ziel im Eislaufen, all die Elemente einfach so einfach wie es geht aussehen zu lassen, wo das Außenstehende sagt, das ist ja einfach. Was wir mit Elemente meinen, seht ihr dann in der weiteren Serie. Aber da zeigen wir euch jetzt mal ein kleines Beispiel. Bitteschön. Ja, das sieht ja schon mal spektakulär aus alles. Fangen wir mal von vorne an. Wie auch so oft in jeder anderen Sportart gibt es verschiedene Disziplinen, wie auch im Leichtathletik haben wir auch verschiedene Disziplinen. Wir haben einmal die Einzelmänner, Einzelfrauen, was gibt es noch? Habe ich irgendwas vergessen? Du hast noch ganz schön viel vergessen und zwar haben wir nämlich noch Paarlaufen. Gold an Aljona und Bruno. Ah ja, genau, das war gerade erst, genau, das ist die. Das ist die Disziplin, wo Deutschland gerade vor 2 Tagen sich die Goldmedaille geschnappt hat. Genau. Das war sensationell. Wer das nicht gesehen hat, muss sich das angucken. Und genau, eine Disziplin fehlt noch. Sogar ehrlich gesagt noch 2. Und zwar noch Eistanzen und Synchronlaufen. Hab nichts gedacht, wird Entschuldigung. Auch vergessen, weil es nicht olympisch ist. Aber ist okay. Das gibt es tatsächlich auch. Und ja, erklären wir nochmal der Reihe nach, was das alles genau ist. Wir blenden euch jetzt mal einfach so ein paar Bilder ein und dann könnt ihr mal euch selber testen und erraten, welche Sportart das ist. Das waren die Einzelfrauen, hat man auch ganz schwer erkannt. Nummer 2. Das war eigentlich genau das gleiche, aber halt für Jungs, die Einzelherren. Für Männer, nicht für Jungs. Für richtige Männer. Yeah. Nächstes Bild. Das waren die Paarläufer von
anderen schon gesprochen haben. Und kommen wir zur nächsten Disziplin. Boom. Das war bestimmt Eistanzen, oder? Nein. Sagen wir so, es war Eistanzen mit ein paar mehr Leuten auf dem Eis. Ja, passt. Also leider nicht. Es war Synchronlaufen. Die bestehen beim Wettkampf aus 16 Mädels und Jungs. Also ein Team besteht aus 16 Läufern. Und das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ja. Scheint so gewesen zu sein. So, okay. Nächste Disziplin. Last but not least, das sind wir. Das ist unsere Disziplin. Der Eistanz oder das Eistanz. Und das ist genau das, was wir beide machen und was ihr ständig auf unserem YouTube-Channel seht. Also jeder, der schon mal Eiskunstlaufen gesehen hat, diese einzelnen Disziplinen, die wir euch gerade gezeigt haben, kennt so ein bisschen den Unterschied. Bei den Einzelläufern ist es so, Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer springen meistens mehr Vierfachsprünge. Vierfachsprünge sind hochspringen, viermal drehen, landen. Auf einem Bein natürlich. Auf einem Bein. Zwei Beine wäre schlecht. Genau, deswegen machen die Männer da mehr oder schwierigere Sprünge. Und der Unterschied zwischen Paarlaufen und Eistanz, was ist da für ein Unterschied? Ich weiß es bis heute nicht, nachdem ich die Kür von der jüngeren Wohnung gesehen habe, weiß ich nicht. Also tatsächlich, viele Laien, sag ich mal so, denken, wir machen Paarlaufen, weil das ist meistens das, was die Leute kennen. Und zwar die Paarläufer springen, natürlich wie die Einzelläufer. Und parallel oder der Junge schmeißt das Mädchen raus und sie fliegt durch die Luft. Und der große Unterschied auch noch ist, dass die Hebungen bei den Paarläufern über Kopfhöhe sind. Hier also, oben. Der Unterschied zu unserer Disziplin ist, also Eistanzen ist die Disziplin, wo, wie der Name sagt, am meisten getanzt wird. Ja, also wir versuchen wirklich den Tanz vom Parkett meistens, sei es Salsa, Tango, Latein, aufs Eis rüber zu bringen. Wir haben dieses Tänzerische, wie Tim gesagt hat, und unsere Hebungen dürfen nicht über den Kopf gehen. Das heißt, die sind mindestens immer auf Schulterhöhe oder tiefer. ja, das ist Eistanzen. Ja, ihr wisst jetzt alles, reicht. Nein. Jetzt haben wir Eiskunstlaufen abgehakt. Eiskunstlaufen komplett? Nein, den Begriff. Aber wir haben noch eine kleine Einteilung. Und zwar, wir haben ja schon die Disziplin gehabt und die Kategorie. Aber über dem Ganzen drüber steht eigentlich unser nationaler Verband, die Deutsche Eislaufunion, die alle Vereine in ganz Deutschland koordiniert und informiert etc. Und über diesem Verband steht was? Weiß ich nicht, ich dachte, das wärst du jetzt von. Nein, die ISU nennt sich das. International Skating Union. Das steht noch über der DU. Also das ist von allen auf der Welt, die Eislaufen betreiben, die unseren Sport kennen, die sind da drin. Und die organisieren das alles und so weiter und so fort. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, dann fängt das Ganze natürlich bei Vereinen an. Wie wir auch in dem Verein ERC Westfalen Dortmund sind, sind andere in anderen Vereinen jetzt deutschlandweit, rede ich davon. Genau, dann haben wir die Vereine. Wir haben, okay, wir haben. Jetzt kommt der Teacher. Also gehen wir mal davon aus. Was sind die Vereine? Wir haben jetzt 5 Stück. Natürlich gibt es mehr, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Das hier ist jetzt die DU. Wir gehen jetzt mal nur von Deutschland aus. Die DU ist Chef von dem Verein. Chef kann man das so als Überbegriff nehmen, das geht schon. Die sagt, welche Vereine wie viel Fördergelder kriegen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist unser Chef auch die DU. Deutsche Eislaufunion. Wir vertreten Deutschland. Wir vertreten die EU auf internationalem Niveau, genau so kann man sagen. Und dann gibt es selbstverständlich, neben der EU gibt es auch noch andere solche Organisationen, aber jetzt nicht in Deutschland, sondern ich rede jetzt, das sind schon im Ausland. Italien, Finnland, also alle anderen. Was auch immer. Und dann gibt es die ISU,
Und die ist Chef von der DU, von whatever, von Ella. Klar soweit? Ja. Also im Grunde denken wir, haben wir euch jetzt so allgemein darüber informiert, was Eiskunstlaufen überhaupt ist. Und damit wären wir auch eigentlich schon fertig mit unserer ersten Serie von Know-How. Nur ein kleiner geschichtlicher Funfact, den wir rausgefunden haben bei unserer Recherche. So, und zwar wurde der allererste Eislaufverein 1972 in Großbritannien eröffnet oder gegründet. Und wir fanden es ziemlich lustig, wie man da reingekommen ist. Und zwar musste man auf dem linken sowie auf dem rechten Bein einen kompletten geschlossenen Kreis laufen und über drei Hütchen springen. Über drei, nicht über eins, über drei. Also daran sieht man schon, wenn man heutzutage Videos im Eiskunstlaufen guckt. Unsere Sportart hat sich doch ein bisschen über die letzten Jahre entwickelt. Geändert. Nur minimal. Okay. Wie Katharina ja schon gesagt hat, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Serie von Know-How Teil 2. Genau. Serie 2. Bis dahin, klickt euch nicht in unsere anderen Videos, schreibt uns, wenn ihr weitere Fragen habt. Und schreibt uns vor allem, was ihr euch da vorstellen könnt in diesem Know-How-Bereich oder auch im Vlogging-Bereich, was euch interessiert. Und dann sehen wir einfach mal, was wir da machen. Bis dahin. Ciao. Ciao. So. Fragezeichen.